Hallo, ihr Neugierigen. Wie ihr wisst, war das letzte Jahr für Britney Spears nicht besonders einfach. Tja, ihr ganzes Leben ist nicht einfach. Und nun wird gemunkelt, dass das ganze Chaos der letzten Jahre ihr Vater Jamie zu verschulden hat. Diesmal geht es um die angebliche körperliche Misshandlung einer der Britney-Söhne, also seines Enkels. Kevin Federline, der Verflossene der Sängerin und Vater ihrer Kinder, beantragte ein Kontaktverbot des Großvaters mit seinen Söhnen. Noch dazu hat Britney wieder begrenztes Sorgerecht für die Kinder. Bleibt dran und erfahrt mehr über Spears weitere Probleme. Das Drama um Britneys und Kevins Kinder geht schon seit langem so. Zuerst kämpfte das Paar vor Gericht um das Geld, dann Unterhaltszahlungen und das Sorgerecht. Und alle haben im September letzten Jahres schon gedacht, dass nun endlich alles sein Ende haben wird. Denn das Paar kam nach einem langen öffentlichen Kampf endlich zu einer Einigung. Aber die neuesten Ereignisse in der Familie haben Kevin so sehr beunruhigt, dass er den Vertrag ändern wollte. Denn bis jetzt war das Sorgerecht für den 13-jährigen Sean und den 12-jährigen Jaden zwischen den Eltern gleich verteilt. Jetzt aber soll Kevin Federline nach dem Gerichtsurteil viel mehr Rechte bekommen. Diese Vereinbarung gilt seit August 2018, wurde aber erst vor kurzem offiziell und trat in Kraft. Wie fühlt sich Britney nun damit? Aber um ihre Söhne zu schützen, stimmte sie den Forderungen und Bedingungen des Ex-Mannes zu. Sie darf zwar Zeit mit den Jungs verbringen, aber ihre Besuche müssen überwacht werden. Und Britneys Vater und zugleich ihr rechtlicher Betreuer darf nun nicht mehr die Treffen mit ihren Söhnen überwachen. Diese Person wird von Kevin und dem Gericht bestimmt. Kevins Anwalt sagte, sie wollen, dass die Jungs einen ständigen und guten Kontakt zu ihrer Mutter haben, die sie sehr lieben. Er glaubt jedoch, dass die neue Vereinbarung im besten Interesse der Kinder sei. Dass Kevin kürzlich das Problem mit Britneys Vater und den Enkeln bemerkte und schnell reagierte, ist wohl ein guter Beweis dafür, dass er sich aufrichtig um seine Söhne sorgt. Aber worum geht es eigentlich? Jamie Spears bekam das Kontaktverbot, weil der Vater der Kinder einen solchen Antrag gestellt hat, der vom Gericht positiv geprüft wurde. Angeblich kam es zu einem gewalttätigen Vorfall zwischen dem Großvater und einem Enkel. Der Opa Jamie sollte angeblich im Streit ins geschlossene Kinderzimmer eingebrochen und Gewalt gegen Sean angewandt haben. Obwohl der Junge nicht sichtbar verletzt wurde, fand sein Vater aber, dass der Vorfall ernst genug war. Um sowas künftig zu verhindern, beschloss er, dies der Polizei zu melden. Kevin Federlines Anwalt teilte außerdem mit, dass selbst Britney einsah, dass die Kinder aus dem Haus des Großvaters genommen werden müssen. Und Kevin sagte, es sei vernünftig und angemessen. Aber obwohl Britney viele persönliche Probleme hat, besteht kein Zweifel, dass sie ihre Söhne liebt. Sie versucht, eine großartige Mutter für sie zu sein und sie wird zweifelslos alles tun, um sie zu schützen. Die Sängerin verrät normalerweise keine Details über ihr Privatleben im Internet, jedoch manchmal gibt sie ihren Fans einen Einblick, wie sie als Mutter ist. Oft nimmt sie die Kinder zum Abendessen, verbringt Zeit mit ihnen und nimmt sie auf Reisen mit. Sie sagte mal, dass ihre Söhne hassen, Fotos von sich machen zu lassen und sie rebellieren richtig dagegen. Umso mehr war sie echt erfreut, als sie auf einer Reise nach Disneyland nichts dagegen hatten, dass sie ein paar Fotos von ihnen machte. Bei all den guten und schlechten Momenten in ihrem Leben wird Britney immer von ihrem Freund Sam Ashgury unterstützt. Offensichtlich tut der Mann alles, um für sie da zu sein und sorgt sich um ihr Wohl. Britney öffnete sich vor ihm sehr früh und erzählte ihm über ihre psychischen Probleme, sodass er ihre Stimmungsschwankungen rechtzeitig spüren kann. Ihre Beziehung ist offen, respektvoll und ehrlich. Britney sagte, dass Sam sie dazu inspiriert habe, eine bessere Person zu werden und er mache sie zur glücklichsten Frau auf der ganzen Welt. Im Juli ist Britney nach einer psychischen Behandlung wieder zu Kräften gekommen. Sie achtet nun auf ihre Gesundheit und sagte zum Beispiel ein großes Konzert in Las Vegas ab, da ihr Vater fast an einem Grimmdarmdurchbruch gestorben wäre. Der Zustand ihres Vaters belastete Britney so schwer, dass sie sich entschied, 30 Tage lang in einem Zentrum für psychische Gesundheit zu bleiben. Und nachdem sie ihre Behandlung beendet hatte, versicherte sie ihren Fans in sozialen Medien, dass nun alles in Ordnung sei. Aber sie musste ihre Familie an die erste Stelle setzen. Wir hoffen wirklich fest darauf, dass Britney endlich in der Lage sein wird, ihre Gesundheit und ihr Privatleben vollständig in den Griff zu bekommen und endlich wieder auf die Bühne zurückkehrt. Und ihr? Wartet ihr auf Britneys neue Songs? Was haltet ihr von ihrer Musik? Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal!